wunderschönen, ja, ich würde mal sagen, Samstagabend, liebe Leute. Heute wollte ich zum ersten Mal machen What I Eat in a Day mit meinen liebsten Moor-Produkten. Die, die ich feiere, die ich täglich benutze, die möchte ich euch heute präsentieren. Für die, die es noch nicht wissen, Moor ist quasi mit einem Kooperationspartner von mir. Ich bekomme natürlich auch Produkte, die ich vorher auch testen kann. Und da gibt es welche, die ich feiere und welche, die ich schon nicht so mag. Ich bin da voll transparent. Ich sage natürlich, was mir schmeckt und was mir nicht schmeckt. Und deswegen möchte ich heute meine Top-Produkte euch zeigen, die ich wirklich täglich benutze. Also tagtäglich, die ich feiere ungemein. Und wir fangen heute mal mit dem Frühstück an, denn ich esse heute mal Frühstück und zeige euch ein neues Produkt, was quasi ab Sonntag, ja, morgen geben wird und was ich schon früher testen konnte und was ich ungemein feiere. Und womit fangen wir an zum Frühstück? Ich mag es natürlich zum Frühstück am liebsten süß. Und deswegen fangen wir mit dem Protein-Pancakes-Mix an. Ich finde den Affen geil. Wir gucken mal drauf, was da alles so draufsteht. Eine Portion, ich zeige euch gleich, was eine Portion ist, 227 Kalorien und 30 Gramm Eiweiß. Also ja, fangen wir mal an. So, da holen wir mal den guten Crepe-Maker aus der Ecke raus und ja, können dann mal anfangen. Und machen noch mal kurz einen kleinen Putz und dann können wir unsere kleinen Pancakes machen. So, da fangen wir mal an. Das Coole ist ja eigentlich, dass du dein Chunky der Wahl, ich nehme hier immer Butterkeks, reinmachen kannst und das quasi die Süße selber bestimmst. So, wir brauchen erstmal 145 Milliliter Milch. Also machen wir kurz vor der 150 Stopp. Und wir füllen das dann mal so. Jetzt trage ich euch mal hier hin. Übrigens schon die zweite Portion, also das zweite Teil, die zweite Dose, die ich hier benutze. Also so schaut's aus. Boah, jetzt habe ich alles vollgesaut. Das sieht aus wie, keine Ahnung. Wollte ich eigentlich nicht. So, wir brauchen jetzt anderthalb von diesen, ich sag mal, Scoops oder wie die heißen, Behälterchen. Also erstmal einen. Und dann nehmen wir noch einen. Das ist ein halber, ja, kann man sagen. So, einen halben noch dazu. Wenn man das dicker mag von der Konsistenz her, ihr werdet es gleich sehen, kann man natürlich auch weniger Milch benutzen. Na, das funktioniert auch prima, auch schon getestet. Ups, und jetzt, ich nehme da echt zwei von diesen Butterkick-Dingern. Und hier, die ganze Schose mir zu. Ruf das Teil und eine Runde schütteln. So, und los geht's. Wer anderen einen Pancake dreht, braucht ein Pancake-Bratgerät. Deswegen ist schon mein magischer Pfannenwender hier. So, lassen wir die mal schön ausbacken. Da kommt tatsächlich schon die Sonne raus, Leute. Ich schwör's euch, das ist High Quality jetzt, ne? Mit Sonne. Die habe ich bestellt für euch. Zack. Zack. Oh, die sehen gut aus, oder? Die sehen fantastisch aus. Kann man gleich reinbeißen. So, jetzt kommt die ganze Geschichte hier erstmal runter. Jetzt kommt das Wichtigste mit. Na, also ich habe immer noch was da drin. Also keine Sorge, es bleibt nicht bei drei. Ich mache mir da noch so zuckerfreie Schokotrops drauf. Die gibt es leider nicht im Shop momentan. Aber bei Amazon findet man, glaube ich, auch sowas. Also so zuckerfreie Schokolade. Und wenn er so raspelt, das ist so geil. Und so lecker. Und die schmelzen jetzt da schön. Und jetzt machen wir hier weiter. So, kriegt man diesmal 5 Stück raus. Das letzte Mal hatte ich mehr Milch genommen. Da waren es dann, ja, ein paar mehr halt, ne? Also da war es flüssiger. Da kann man auch übrigens coole Crepes draus machen. Also das funktioniert auch tadellos. Da muss man schauen wegen der Konsistenz. Sonst hat man einfach nur verbrannte Milch da drauf. So. Ich weiß, dass ich gleich noch eine Portion für meine Kinder machen muss. Und zwar ohne Schokolade. Die essen es am liebsten pur, weil es so gut schmeckt. Ja, machen wir mal die zweite Portion für die Kinder jetzt noch. So, schaut doch schon mal gut aus. Für die Kinder hier sieht das daneben. Da sind wir auch schon im Prozess. Und jetzt mache ich mir quasi noch ein, ja, ein Protein-Latte Macchiato mit geschmacksneutralen Proteinpulver.
Und dafür gebe ich einfach 200 Milliliter von meiner Milch dazu, meiner Hafermilch und 15 Gramm neutrales Proteinpulver. Und das wird jetzt erstmal schön schaumig gerührt. Oh, und jetzt mache ich quasi meinen Espresso dazu. Ich glaube, so ist mein Lieblingswort, Leute. Es tut mir leid. Da kommt dann Chunky Flavor Salted Caramel rein. Sieht man das? Sieht man das? Jetzt sieht man das. Und zack, rein. So, schön schaumig gerührt und rein da die ganze Schose. Und fertig. Da kann man sich dann natürlich auch noch ein paar Früchtchen draufballern. Also das funktioniert auch ganz gut. Also sehr, sehr empfehlenswert. Ich bin verliebt. Was ich natürlich auch noch mega feiere, ist mein Moclear. Das ist quasi eine Proteinlimonade. Also 100 Kalorien auf eine Portion und fast 30 Gramm Eiweiß. Und ja, das hält mich gut satt. Ich trinke es am liebsten nach meiner letzten Mahlzeit am Tag. Und wenn ich dann länger auf dem Sofa sitze, habe ich auch nicht so heiß, also habe ich gar keinen Heißhunger eigentlich und bin schön lange gesättigt. Und das mache ich einmal frühs, bevor ich mein Fasten breche, damit mich die Mahlzeit ein bisschen länger sättigt, beziehungsweise ich auch schneller satt bin. Ich bin trotzdem, trotz dass ich schneller satt bin, auch länger gesättigt. Und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt bei mir, da ich manchmal wirklich nicht das Sättigungsgefühl hatte, was ich eigentlich brauchte und dadurch mehr gegessen habe. Ja, und da feiere ich momentan Eistee, Himbeer, Zitrone. Und das ist total geil. Ist quasi auch eine neue Sorte und sehr empfehlenswert. Also Prost. Ja, und das war mein Frühstück. Eigentlich esse ich ja sonst kein Frühstück, aber die Dinger sind geil und ich wollte euch zeigen, wenn ich mal Frühstück esse, welche Alternative ich bevorzugen würde. Klar, so ein geiles Brötchen geht auch manchmal, aber auch nicht immer, also ganz selten eher. Aber war geil. Und das habe ich unterm Strich halt an Kalorien zu mir genommen. Und ja, Obstfan bin ich eigentlich nicht so. Klar, ich habe hier Obst im Haus, also es ist Obst im Haus, aber ganz selten eher so Gemüse und wenn dann in Soßen oder in Salaten. So, gehen wir aber jetzt nun zum Mittagessen über. Also, was gibt es heute? Heute gibt es auf jeden Fall Reis. Ich suche gerade mein Lieblingsgewürz. Denn wir haben ja gesagt, wir machen Moor. Ja? Und das ist eine absolute Empfehlung. Ihr seht es nicht. Das ist das... Leckt mich doch am Arsch. Ist es nicht? Egal, das ist Pineapple Curry. Zeige ich euch mal. Pineapple Curry. Und das ist echt geil. Und das gibt es mit Paprika, Ananas und Hähnchen und dazu dann Reis. Solltest du keine Ananas lieben, kannst du auch Mango nehmen oder sowas. Und wenn du nur nicht auf warme Ananas stehst, kannst du auch ein bisschen Ananassaft reinmachen. Kann man machen. Ich mag Ananas, deswegen gibt es das bei uns mit Ananas. Jetzt beim Mittagessen angelangt. Es gibt das Pineapple Curry. Ich werde erst das Fleisch anbraten. Reis ist schon fertig. Ja, und dann kommt das Gemüse hinzu, Kokosmilch, das Gewürz und Ananas. Das komplette Gericht bzw. Rezept habt ihr dann wieder in der Beschreibung drin, bzw. auch in den Shorts. So, heute wird mal kommentiert beim Essen machen. Und zwar kommt jetzt erstmal schön das Hähnchen rein. Wird kurz angebraten und kommt dann wieder raus. Das habe ich übrigens auch schon gewürzt und kann ich empfehlen. Kann man auch eine Stulle machen. Das kann man hier mit Hähnchen machen. Das kann man auch. Kann man überall. Das kann man sogar durch die Nase ziehen. Ich weiß es nicht. Hier hat immer noch ein bisschen was drüber. Ich habe zwar schon das Fleisch gewürzt, aber da kann noch ordentlich was rein. Schnappen wir es wieder raus. Und dann kann das Gemüse hinzugefügt werden. So schöne Zuckerschoten würden da übrigens auch mega gut reinpassen. Genau, das habe ich jetzt schön braten lassen. Jetzt kommt die Ananas hinzu.
Und die leichte Kokosmilch, also hier fettreduziert. Und bevor das jetzt kommt, liebe Leute, nein, ich möchte mir nicht die normale Kokosmilch mit Wasser mischen. Ich möchte mir die hier nehmen. Das ist genau die optimale Menge, die ich brauche und ich wüsste nicht, was ich mit den Resten mache. Also, ich weiß, dass es so mein lieb gemeinter Tipp ist, wenn die Leute sagen, hey, kannst du es auch mit Wasser mischen, die normale. Das ist auch cool. Aber ich bin wirklich zufrieden mit der. Und da muss ich nicht nur rummanschen. Ich ihn ja nicht ewig lang einkoche, kommen jetzt noch ein Brühwürfel dazu. Also so Hühnerbouillon ist das. Und das darf jetzt schön aufkochen. Und ein bisschen einkochen. Und während das so einkocht, kann ungefähr anderthalb Esslöffel vom Currypulver rein. So. Ich würde jetzt was Schlaues sagen, aber mir fällt gerade nichts Schlaues ein, außer dass es jetzt schön köchelt und wir die Soße ein bisschen reduzieren. Ja, alles heute ein bisschen zu langsam, Kinder. Es tut mir leid. Das wird jetzt ein bisschen angedickt. So ist das manchmal. Und schon ist es perfekt. Also wirklich nur ein kleines bisschen. So, Hähnchen dazu. Und dann ist das auch schon fertig. Dann kann das nochmal kurz aufkochen. Und dann können wir gemütlich zu Mittag essen. So, und das ist dann ungefähr meine Portion. Wer mag, kann das natürlich auch die ganze Geschichte mit Proteinpulver andicken. Das funktioniert auch super. Hatte gerade keinen Bock, aber so funktioniert es auch. Wir haben jetzt noch einen schönen Snack frei. Und zwar mache ich jetzt einen leckeren Skyr mit Chunky und Früchten. Und da nehme ich so Augenmaß 200 Gramm. Und da kommt jetzt noch ein bisschen Milch dran. Einfach damit es ein bisschen cremiger ist. So. So, und das wird jetzt schön verrührt. So ist mein Lieblingswort, das haben wir festgestellt. Ich muss sagen, dass ich mein Mittagessen erst gegen um 3 gegessen habe. Also ziemlich spät. Einfach nur, weil wir auch gar keinen Hunger hatten zu Hause dann. Ne? Also das Frühstück hat so ungemein gesättigt. Und das ist das, was mir so wichtig ist, dass das einfach krass sättigt, Leute. Weil ich halt nicht dieses lange Sättigungsgefühl hatte. Ich muss mal suchen, wo ist mein Scoop hier hin? Ach, drauf hier Schüssen. Nehme mal einfach jetzt einen Löffel. Wird schon schief gehen. Wo ist denn der hin? Ich nehme hier übrigens gerade Waldfrucht Panna Cotta. Nicht zu viel nehmen. Das schmeckt scheiße. Also man muss es schon richtig dosieren. Sonst ist es wirklich eklig. So. Und wie kostet man? Genau, mit dem Finger. Super. Kommen jetzt noch ein paar Früchte mit rein. Die können wir erstmal schön auftauen und dann kann ich das nachher schön spachteln. So. Vor allem, die geben dann auch so eine schöne leichte Soße ab. Ja, und was noch mit dazu zählen wird, Proteinchips. Ich liebe es zu knabbern. Ich bin nicht die Süße, ich bin die Herzhafte und deswegen bringe ich das auch gerne mit ein und ich liebe die und die schmecken für mich am allerbesten. Also ich habe schon unzählige probiert, weil logisch, ich liebe Chips und die vom Moor sind mit Abstand die besten. Empfehlenswert ist Ungarisch und Barbecue. Die sind echt klasse und kann ich wirklich wärmstens empfehlen. So, kommen wir zum letzten Gericht des Tages. Wir machen einen leckeren Protein-Wrap und lege ich mal einfach mal los. Zuerst das Ei, Kinders. Schön rinklatschen das Teil. Upp, Eierschale weg. Und dann massieren wir den Wrap richtig drauf auf das Ei. Also anders könnte ich nicht sagen. Ich meine, manche verzweifeln da immer so ein bisschen. Dann machen wir ein bisschen runter. So. Schön andrücken. Und jetzt warten wir einfach,
Wir warten, bis die Herdplatte richtig heiß wird und dann machen wir das Teil einfach aus und dann warten wir nochmal so 3, 4 Minuten und dann lässt sich das Ei super lösen. Und schwuppdiwupp haben wir es umgedreht. Und heute gibt es die ganze Schose da mit Tomätchen und Schinken. Und etwas Käsesoße. Das wird schon raus. Ja, das Geräusch lieben wir. So. Wenn das nochmal schön zusammengeklappt. Es sieht total unästhetisch aus, aber schmecken soll es. So, nochmal schön anbraten von beiden Seiten und dann ist das auch schon fertig. Ja, dann war es das eigentlich schon heute mit dem Mampfen. Nachher gibt es nachher noch meine Chips, auf die freue ich mich. Ich habe mich für Barbecue entschieden. Und dann war es das mit dem Essen heute. Und dann haben wir das geschafft. Ich war heute auf dem Laufband für 50 Minuten. Ich habe mich an meine Protein gehalten und ich war in meinem Defizit und ich habe Spaß gehabt und habe nicht das Gefühl gehabt, irgendwie auf was verzichten zu müssen, denn ich hatte Schoki dabei, ich hatte meine Chips dabei, ich bin gesättigt und freue mich dann nachher tierisch aufs Sofa und auf die Ruhe, wenn die Kiddies im Bett sind. Ja, ich hoffe, dass die hat euch gefallen, ihr wart so ein bisschen inspiriert. Das sind die Produkte, die ich wirklich liebe und ganz oft benutze, also quasi die Soßen, das neutrale Proteinpulver, mein More Clear, die Wraps benutze ich gerne und natürlich das Chunky sowie jetzt neu dazugekommen Pancake und meine Sirups für meine Zero-Getränke. Ja, das war's an dieser Stelle. Ich wünsche euch einen entspannten Abend und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.